Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen bei mir Mario. Hallo Mario. Hallo Martin. Grüß dich Nico, hallo. Hinter uns läuft das Testspiel gegen FC Augsburg 2. Leider zur Zeit 5:1 für Augsburg. Aber die Mannschaft kämpft noch, vielleicht kriegen wir noch einen Unentschieden hin, schauen wir mal. Gehen wir aber erstmal auf das Positive, Nico. Wir haben gesehen, du hast beim ersten Training schon wieder ein paar Laufeinheiten gemacht. Wie geht's dir? Ja, es wird besser. Es ist halt immer noch teilweise schmerzhaft im Sprunggelenk, aber Laufen geht jetzt schon wieder und ich hoffe, dass zum Trainingslager auch schon wieder einige Einheiten mit der Mannschaft bestreiten kann. Das heißt also, du fährst mit ins Trainingslager und gibst dann aber noch kein Vollgas oder wie sieht's aus? Nee, ich werde auf jeden Fall mitfahren ins Trainingslager und werde schauen, dass ich halt anfange mit dem Ball zu arbeiten und Vollgas auf keinen Fall. Es dauert noch und dann halt mit der Zeit langsam, vielleicht zum ersten Punktspiel so, dass ich wieder ein bisschen ranschnuppern kann ans Team. Wir werden sehen, wie es dann läuft. Was ist dein persönliches Ziel? Wann sagst du, dass du mal wieder vielleicht ein paar Minuten Spielzeit kriegst? Ich sag, ja, Saisonbeginn 1-2 Wochen danach, dann schauen, dass ich auf jeden Fall im Kader dabei bin und dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen Spielzeit bei der Mannschaft bekommen. Erstmal aufbauen und dann schauen wir mal, wie es geht mit dem Fuß. Und erst dann, wenn es optimal ist, der Fuß, dann werde ich wieder einsteigen und 100% Gas geben können. Wunderbar, wir drücken dir die Daumen. Jetzt gehen wir leider zu Mario. Mario, du stehst leider hier aus einem nicht so erfreulichen Grund. Der wäre welcher? Ja, ich habe mich im ersten Training ein bisschen am Knie verletzt. Werde jetzt ein paar Wochen oder ein paar Tage ausfallen auf alle Fälle. Was schätzt du, wie lange wird es ausfallen oder wie schmerzhaft ist es? Ja, es ist nicht so schmerzhaft, aber der Arzt sagt gibt eine Prognose von 2 bis 6 Wochen raus, aber es nicht genau weiß, wie der Genesungsverlauf ist. Aber zum Trainingslager bist du auch mit dabei, machst lockere Übungen, oder? Auf alle Fälle. Ich bin da nicht schwer verletzt, es ist einfach nur schmerzhaft beim Laufen. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Das heißt, wir dürfen mit dir auf jeden Fall zum Punktspiel zum ersten rechnen. Ich gehe davon aus, dass ich bis dahin wieder so fit bin, dass ich spielen kann. Jetzt liegen wir leider 5:1 zurück. Was sagt ihr beide jetzt? Wie geht's weiter hier in dem Spiel? Holen wir noch einen Unentschieden? Oder? Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein ordentliches Spiel machen. Vielleicht nur 1-2 Tore schießen können. Aber das Ergebnis spielt jetzt nicht die große Rolle, denke ich mal. Es ist wichtig, dass wir uns wieder langsam an unser Niveau rantasten und dann auch wieder in der Saison dann topfit sind und unser Niveau abrufen können. Siehst du das genauso oder widersprichst du? Ja, ich sag, Unentschieden wird es wahrscheinlich schwierig nach dem 5:1 jetzt, aber ich denke, dass im Endeffekt zählt, dass die Jungs alle wieder in Bewegung kommen, im ersten Spiel schauen, dass sie sich bewegen, gute Fitnesszustände wieder bekommen und ja, das ist das Wichtigste. Das Ergebnis ist 2:3. Wunderbar, das sehe ich genauso. Ich hoffe, der Daniel probiert ja jetzt auch wieder ein bisschen aus, hat auch wieder in der Halbzeit groß gewechselt. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass die Jungs noch ein bisschen Gas geben. Wir halten euch auf dem Laufen, was alles in den Vorbereitungen passiert und hoffen, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.